Deutschland ist der mit Abstand größte Bekleidungsmarkt in Europa. Die Deutschen geben sehr, sehr viel mehr für Mode aus als zum Beispiel die polnischen Bürger. Die Pro-Kopf-Ausgabe liegt ungefähr 5-mal höher als zum Beispiel in Polen. Der deutsche Markt ist, wie gesagt, der größte Markt, aber auch der wettbewerbsintensivste Markt in Europa. Wir sind vor genau einem Jahr in den Markt eingetreten mit unserem ersten Laden, damals in Recklinghausen. Und die Deutschen waren doch recht überrascht. Einerseits die Kunden waren positiv überrascht über das Angebot und die Preise, aber auch die Presse und unsere Mitwettbewerber waren sehr überrascht, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass wir zu so etwas in der Lage sind. Entrance to the German demanding market requires huge marketing investments. In the first year of our presence in German market, we spent around 4 million euro on advertising and PR activities, and we plan to maintain that level of expenses in the upcoming year. Also ich kannte Reserved schon so vom Online-Gucken, aber ich war das erste Mal heute in einem Store drin, dass ich wirklich sehen kann, wie Sachen sind. Und ich finde es sehr schön. Ich mag so schulmädchenhafte Sachen, genau wie heute. Und ich finde das ganz toll. Die haben so schöne Lackschuhe und so schöne Röckchen und ganz schön. Es ist so basic, aber mehr als basic. Also das ist, glaube ich, für jeden was dabei. Es ist nicht zu freaky, aber du könntest es mega freaky kombinieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Stuttgart Store is our first German flagship store and it's the biggest so far. It's around 4,000 square meters. Within the whole store, there's almost 140,000 models, pieces of the collection, and there is almost 90 employees working here in the store. For comparison, the biggest stores so far were in Poznań and Gdynia, around 2,400 and 2,800 square meters. This is the most prestigious shopping street in Stuttgart, which means that first of all we get great traffic and a lot of customers, but also it's a matter of building the brand recognition among German customers. Unsere Strategie in Deutschland ist es, als erstes die wichtigsten Einkaufsstraßen und die größten Einkaufsstädte zu belegen. Wir möchten in allen wichtigen Einkaufsstraßen präsent sein, insbesondere natürlich in Stuttgart, aber auch in München, in Hamburg, in Köln, in Düsseldorf oder in Frankfurt.